And is this your first print day or your many, and how are you experiencing this print day? Das ist tatsächlich schon mein dritter Print Day. Zweite mit einer Auszeichnung. Ja, es ist natürlich eine riesen tolle Veranstaltung. Toll, vor allem nach der schwierigen letzten Jahren, endlich mal wieder ganzen Kollegen zu sehen und auch die Ergebnisse zu sehen, wie die anderen Kollegen und andere Unternehmen weiter vorangekommen sind in ihren Projekten. So, how does WAGO use product data and digital publishing in its strategy? Ja, für unsere Produktdaten, speziell für unsere Kunden, ein unheimlich wichtiger Touchpoint, speziell die Datenblätter, aber auch die Kataloge, wobei sich da jetzt gerade ziemlich viele Verschiebungen ergeben. Und wir nutzen diese Daten so, dass wir den Kunden möglichst individuell mit diesen Daten versorgen. Dazu haben wir auch unsere individuellen Datenblätter geschaffen, diese on demand der Kunde dann runterladen kann. Und bei den Katalogen haben wir jetzt im Endeffekt unsere ganzen großen Bibeln soweit automatisiert nach dem Facettenansatz, sodass wir dort auch hochautomatisiert diese kundenspezifischen Kataloge generieren können. Beautiful. Could you tell something about the results that you see? Customers love it. You see way more sales. Bei den Printkatalogen hatte ich auch gerade eben schon im Vortrag erwähnt. Die sind super angekommen, speziell bei unseren Kunden, aber auch beim Vertrieb, obwohl diese auch am Anfang etwas skeptisch waren, weil sie einige Sachen, weil sie sich von einigen Sachen verabschieden mussten, die jetzt vielleicht historisch gewachsen sind. Aber die Performance, die wir da anbringen und die Möglichkeit, diese dicken Schinken individuell zukünftig generieren zu können. Hier ist es sicherlich eine Herausforderung, den Kunden genau kennenzulernen, seine Bedürfnisse kennenzulernen. Ein Teil machen wir da über unsere individuellen Datenblätter. Durch dieses Kundenverhalten, das wir analysieren können online, werden wir dort auch mehr Know-how über unsere Kunden generieren können und uns und unsere Publikation darauf anpassen können. Beautiful.